Willkommen zum 19. Teil meines F1 Challenge Let's Plays. Ich bin heute für euch in San Marino zum dritten Rennen der 2000er Saison. Das letzte Rennen in Brasilien haben wir auf dem zweiten Platz beendet. Das war auch das Maximum, was ging. Wir hätten vielleicht mit Glück Michael noch gekriegt, aber ja, das war recht schwierig, was man auch im Video sehen konnte. Ja, zum Rennen hier. Ich glaube, dass ein Podium drin ist. Ich habe wieder ein Setup gefunden. Das sollte uns weiterhelfen. Ja, mal sehen. Wir sind auf dem dritten Platz in der Fahrerwertung und auch in der Konstrukteurswertung. Und es ist eine gute Ausgangslage. Aber erstmal sehen und ja, zur Streckeninfo. Werfen wir vor dem freien Training noch einen kurzen Blick auf. So viel zu den Fahrern. Die historische Rennstrecke Enzo Edino Ferrari befindet sich etwa 35 Kilometer südöstlich von Bologna. Sie bietet eine aufregende Mischung aus kurzen und mittelschnellen Geraden sowie langsamen Kurven und unterschiedlich schnellen Schikanen. Um die Sicherheit der Strecke zu erhöhen, wurden bereits zahlreiche Umbauten vorgenommen. Zu Ehren des verstorbenen Dino Ferrari wurde sie umbenannt und zählt bis zum heutigen Tag zu den Klassikern unter den Formel-1-Strecken. Ja, aber die wird nicht mehr gefahren. Okay. Es ist trocken im Qualifying, aber drei von den Training-Sessions waren nass. Also, das ist ein bisschen, ja, ich hoffe mal, dass es nicht regnet. Okay, mal sehen, was mit dem Setup geht. Ja, viel Sprit muss man sagen. Okay, die Gänge sind, ja, recht lang. Okay. Das passt. Pietro della Rosa geht raus. Okay. Ja. Mal sehen. Ups. Okay. Also die Gänge sind recht kurz, muss ich sagen, aber vielleicht passen die auch mal so. Also San Marino oder Imola oder Enzo Edino Ferrari, wie auch immer, ist wirklich eine von meinen Lieblingsstrecken. Es ist immer sehr schön hier zu fahren. Es gibt viele Waldpassagen sozusagen und eine sehr schöne Strecke, sehr gut gelungen, wurde vor kurzem umgebaut. Der letzte Sektor oder die letzte Schikane wurde entfernt und da ist jetzt eine langgezogene rechts. Aber, ja, mal sehen. Mich interessiert für diesen Moment diese Version und ich komme da ein bisschen zu weit raus. Aber ja. Ich muss erstmal wirklich mich reinfinden, weil es ist schwer in der ersten Runde sofort aggressiv zu fahren. Ja, der Top Speed ist so grenzwertig, weil wenn ich jemanden überholen will, könnte es knapp werden. Okay, die erste Runde. In der Beschreibung vom Setup standen 13er, aber ich glaube, dass es mit dem Wagen nicht schaffbar ist. Ja, haha. Das war schon mal komisch. Hinter uns ist Ralf, unser Teamkollege. Mal sehen, ob wir schneller sind als der. Ich hoffe mal, ja. Also, da war der Wagen sehr nervös. Ich habe korrigiert und
Der Wagen hat wieder den Grip gefunden und ich habe mich gedreht. Zum Glück ja, gibt es da viel Platz und ich muss da fast nicht bremsen. Also, und ja, da passiert es mir wieder. Also ein recht aggressives Setup, muss man sagen. Letzte Saison ist mir das nicht passiert. Mal sehen. Okay, De La Rosa mit einer 28er ist, glaube ich, ja, mindestens 5 Sekunden langsamer als die Bestzeit. Mal sehen. Der Ralf geht jetzt erst auf die schnelle Runde. Ja, und da war wieder ein Quersteher, aber ich habe es dieses Mal gerettet. Mika Salo mit einer 27.0. Ich bin 2,3 Sekunden schneller im ersten Sektor. Aber das ist bei Lightning nicht schnell genug. Okay. Auf für die schnellsten Zeiten im Moment. Upsala. Da war ich ein bisschen auf dem Gras. Ich muss den letzten Gang ein bisschen verlängern, sonst kann es im Rennen schwierig werden. So. Ja, das Setup ist gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, dass es schon gehen wird. Und ich bin 18. langsamer als Ralf. Und diese Runde zählt jetzt. Mal sehen. Die erste Schikane war ja in etwa gut, wie man sehen kann. Ich war sehr vorsichtig, hat sich ausgezahlt. Das war auch sehr schön. Okay. Sehr schön. Ja, das kann passen. Das hat auch gepasst. Jetzt der letzte Sektor, mal sehen. War, glaube ich, besser als die letzte Runde. Es sollte eine Zeit die an die von Ralf rankommt, und ich habe ihn geschlagen und glaube ich 17. Ja, also der letzte Sektor hat es rausgerissen. Sehr schön. Jacques ist eine Sekunde langsamer als Ralf. Okay. Und das ist der dritte Platz. Eine Zehntel hinter Häkkinen. Sehr schön. Okay. Ja, nur 4 Zehntel hinter Michael. Das passt. Und es ist zum Glück trocken. Okay. 6 Runden sind es. Okay. Ich habe den letzten Gang um einen Hauch verlängert. Nur um sicher zu sein. Okay.
Das passt auch. Okay. Ja, dann mal zum Rennen. Hallo zusammen. Hallo. Okay. Mal sehen. Das war ein super Start. Aber da habe ich fast einen Frühstart hingelegt und ich habe beide gekriegt. Platz 1. Das war eher ein Fehler als eine gute Reaktion, aber das ist der erste Platz. Und ich muss jetzt nur versuchen, den Platz zu halten. Aber ich habe großes Übersteuern. Okay. 6 Runden muss ich es aushalten. Der Abstand bleibt in etwa gleich. Mal sehen. Ich habe mir auf jeden Fall Arbeit erspart mit dem Start. Ich habe auf jeden Fall den besten Topspeed, was man auch hier sehen kann. Ich habe 2 Zehntel rausgeholt. Nur durch geradeaus fahren. Ich glaube, dass ja, Ralf ist auf dem 4. Platz, also das ist gut fürs Team. Und verlieren da Zeit und Häkkinen ist an Schumacher vorbei. Das ist jetzt überraschend, ich weiß nicht wieso. Die fahren da überhaupt eine komische Linie, also da verstehe ich einiges nicht. Aber ja, mal sehen. Jetzt muss ich den Mika hinter mir lassen. Ich habe der Haarnadel da heftiges Übersteuern. Und ich halte den Abstand zum Glück. Also ich bin nicht zu langsam. Was man auch im Qualifying gesehen hat. Also, wir haben uns abgesetzt auf jeden Fall von den anderen. Ich glaube, dass Cool Type wieder am Alpha vorbei ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Mal sehen. Ja, es ist ein McLaren. Also Kutat ist 4. und Ralf ist 5. und ich habe mich da fast weggedreht. Okay. 4 Runden noch und ich bin F25-0 gefahren. Muss nur vorsichtig mit dem Gas sein. Das verursacht meistens das Übersteuern in den Kurven. Hat es zu schnell runterschaden. Ah ja. Okay. Ich hatte den 1 Sekunden Abstand. Das passt für mich genau. Schikane muss ich aufpassen. Ich glaube, dass ich mich da leicht wegdrehen kann. Überhaupt sind die Caps hier spezifisch. Okay, das hat gepasst. Und ich habe noch eine Runde überlebt. Das war eher schlecht. Ich habe eine halbe Sekunde da verloren. Die schnellste Runde von Häkkinen. Ich bin 24,8 gefahren.
muss mich wirklich konzentrieren, sonst mache ich einen Fehler. Eine Strecke, die nicht so schwierig ist, aber trotzdem, ja, schwierig ist. Macht keine Logik, aber es ist vermutlich wegen dem Setup. Also der Wagen ist deshalb so unruhig, glaube ich mal zumindest. Weil der Wagen kann realistisch gesehen nicht mit den Ferraris und McLarens mithalten. Und ja, so geht es, aber halt Stabilität ist dann nicht geboten. Und ich habe den Abstand wieder hergestellt. Da hatte ich einen Quersteher und ich bin Zehntel schnell gefahren. Michael fährt jetzt die schnellste Runde. Okay. Es sind noch zwei Runden. Dass ich die schnellste Runde habe, also ja. Wer da lügt, ist jetzt fraglich. Aber ich vergrößere den Abstand zu Häkkinen auf jeden Fall. Und wir kommen gleich in die letzte Runde. Was ich sagen wollte, es passt für uns, weil ich meine, dieses Resultat war. Häkkinen werden wir, glaube ich, einholen und Michael verliert noch ein bisschen Punkte, was uns halt näher bringt. Und jetzt ist, glaube ich, jemand schnell gefahren. Nein. Ja. Also ich bin ich da nicht sicher, was der Spotter sagt, weil er hat schon zwei Runden gesagt, dass einer die schnellste Runde gefahren hat, was keiner gemacht hat. Außer mir. Also, ja. Okay, jetzt nur noch das Rennen nach Hause fahren. Mika ist dran, aber ich sollte die Finesse dazu haben, den Ball zu halten. Ich habe schon ein bisschen mehr abgeschlagen. Ich bin da im vierten Gang durchgefahren, was ich normalerweise im dritten mache, aber ja, ist egal. Ich bin auch sehr vorsichtig. Und auch nur eine Viertelsekunde jetzt Abstand. Das reicht aber zum ersten Saisonsieg in San Marino. Ein sehr anstrengendes Rennen für die Nerven, muss ich sagen. Ja, vierter ist Coulthard und fünfter, glaube ich, Ralf Schumacher. Ja. Es war interessant, muss ich sagen. Ich habe gedacht, dass der Coulthard stehen geblieben ist. Ein faszinierendes Start, WM-Wochenende in San Marino. Ja, Ralf ist da weit abgeschlagen. Der Williams-Pilot, seine schnellste ist 25,8, also etwa eine Sekunde Michael langsamer für die Runde. Wie man auch sehen kann. Und Barrichello war Sechster. Und da ist der Pokal. Sehr schön. Die Wertung gestartet sich neu. So, jetzt wird es höchste Zeit, einen Blick auf den neuen Stand in der Fahrerwertung zu werfen. Michael Schumacher, Erster. Ja, da hat er nicht wirklich viel gesagt. Wir haben Mika überholt.
weil wir haben jetzt 3 Punkte Vorsprung vor ihm und wir hängen dem Michael 5 Punkte hinterher. Das ist relativ gut, muss man sagen. Und Konstrukteurswertung. Verteidigt die Führung in der Konstrukteurswertung. Allerdings ist der Vorsprung kleiner geworden. Ah. McLaren ist Zweiter. Dicht dahinter Williams. Ja, also es ist ein Drei-Mann-Rennen sozusagen. Und wir sind dran an McLaren. Also Ralf hat 5 Punkte geholt und das macht 24. Ah, sehr schön, muss ich sagen. Das nächste Rennen ist Silverstone England und das überrascht mich, muss ich sagen. Ich habe da eher Barcelona erwartet oder vielleicht auch Monaco. Aber ja. Ja, was soll man zum Rennen hier sagen jetzt? Wir haben den ersten Saisonsieg geholt. Ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ich habe gedacht, dass wir aufs Podium kommen, aber das ist jetzt, ja, natürlich besser. Ja, wir haben durch Setup auch ein bisschen rausgeholt. Ja, wir fighten jetzt mindestens, glaube ich, um den Titel. Wir sind natürlich noch keine Favoriten, aber das sollte sich, glaube ich, ändern. Ja, hier zum Rennen in Silverstone kann ich nicht viel sagen. Ich bin überrascht, dass es jetzt das nächste Rennen ist. Aber ja. Eine Strecke, die ich auch mag, aber die hier in diesen Spielen mir nicht wirklich liegt. Aber mal sehen. Vielleicht kann ich da was reißen. Ja, das wäre alles für den 19. Teil. Und wir sehen uns dann für den 20. Und das vierte Saisonrennen wieder. Bis dann und tschüssi.